willkommen aus Rostock und damit herzlich willkommen zum Samstagmittagsspiel und damit herzlich willkommen aus dem Ostseestadion hier bei dieser Partie zwischen Mecklenburg-Vorpommern und Baden-Württemberg, den Tabellen 16 gegen den Tabellen 3. Und damit gehen wir in die Partie rein. Das Team aus Mecklenburg-Vorpommern in den blauen Trikots gegen das Team aus Baden-Württemberg in rot gedresst. Für Baden-Württemberg geht es noch theoretisch um die Meisterschaft. Praktisch gesehen würde ich mal sagen, können Sie die abschreiben. Aktuell mit 57 Punkten kurz vor Ende der Saison sind Sie sehr, sehr weit weg. Beziehungsweise, ja, es ist eigentlich auch nicht mehr möglich, denn ja, Nordrhein-Westfalen hat gewonnen und dementsprechend Meisterschaft AD. Jetzt heißt es noch eine gute Platzierung rausbringen und die Frage ist, schaffen sie es heute oder nicht? Einmal unten beide Aufstellungen aufgestellt, aufgezeichnet, beide Teams ohne Veränderungen gegenüber dem letzten Spiel. Baden-Württemberg als letztes mit einem 2-2 unentschieden gegen das Saarland und genau das ist so der Punkt. Da lag man 0-2 hinten und eigentlich hat man vieles verloren und dann durch das Glück des Untätigen oder besser gesagt der roten Karte ist man überhaupt zurück ins Spiel gekommen und hier die erste Möglichkeit von Musiala gegen Stritzel im Doppelpassspiel hat er ihn hier versucht zu verunsichern, aber der Keeper stand gut, hat das gut parieren können. Also Baden-Württemberg momentan mit großen Problemen, aber jetzt ist die Meisterschaft vorbei, aber trotzdem, sie wollen ja noch Dritter werden. Erstmal hier die nächste Möglichkeit. Musiala 1-0! Führung für Baden-Württemberg. Treffer Nummer 12 für Musiala. Ja, eben hat er es ja noch nicht hingekriegt, aber jetzt hier hat er ihn verwandeln können. Auch hier Lücke viel zu groß, da dürfen sie hier nicht den einfach nur zuschauen, wie der Musiala da einfach in Richtung Tor zieht. Und Stritzel erwartet den tiefer und er knallt es hinten rein. Mecklenburg-Vorpommern im letzten Spiel, habe ich ja nicht erwähnt, 1-0 verloren gegen Bremen. Wollten heute eigentlich wieder an die positiven Ergebnisse der vorfolgenden Wochen anknüpfen. Das hat hier sich wahrscheinlich dementsprechend sofort erledigt. Andersrum, man darf nicht vergessen, Baden-Württemberg in letzter Zeit eben mit vielen Problemen. Viele Punkte liegen gelassen. Und wie gesagt, hier 3 Spieltage vor Ende der Saison, auch die Meisterschaft ist abgeschrieben. Hatte man wahrscheinlich vieles anderes erhofft, bis eben zum letzten Spieltag erhofft, dass das da noch was wird. Aber das ist nicht der Fall. Butschke. Ja, Cedric hier rechtzeitig dazwischen. Einwurf für Baden-Württemberg. Ja, hier regnet's. Schlechtes Wetter in Rostock. Könnte natürlich dem einen oder anderen Spielsituation positiv wirken. Ja, muss warten, bis der Ball bis ins Ausgerollt ist. Jetzt ist er im Aus. Sander. Und Kroos. Jordanov. Über auf Jennecke. Weiland. Ja, erster Ball war ein Luftloch. Jordanov. Und Schlotterbeck zur Stelle. Ja, Leno auch nicht mehr so der Unangefochtene hier hinten in der Verteidigung. Und auch gefordert. Am Anfang der Saison hat man relativ schnell auf den Torwartwechsel gefordert. Jetzt lässt man den Torhüter ein bisschen länger hier im Tor stehen. Vielleicht für die kommende Saison sieht es anders aus. Das wird sich zeigen. Butschke hier gegen Joselu zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Weiland. Mit der Hacke wieder weitergespielt. Rutschke. Und Weiland. Weiland Richtung Mitte. Sander wird hier zu Fall gebracht von Ginter. Fordert natürlich Elfmeter. Den kriegt er aber nicht. Kein Elfmeter hier für das Team aus Mecklenburg-Vorpommern. Aber dafür die Konterchance für Baden-Württemberg. Musiala, nächste Möglichkeit. 23. Minute. Ja, der ist heiß heute auf Tore. Der will einfach nochmal beweisen, dass er es drauf hat. Und hier konnte er nicht sein nächstes Tor machen. Baden-Württemberg ja auch das Team in der Offensive das stärkste. Es spielt heute jetzt gegen das schlechteste defensive Team.
Mecklenburg-Vorpommern mit 75 Gegentoren. Baden-Württemberg dagegen 73 selbst geschossen. Also viele erwarteten heute natürlich ein Schützenfest. Weißhaupt, Flanke kommt, aber Schlotterbeck zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Jordanov, wie gesagt, momentan in einem richtigen guten Form hoch. Auch hier in der Situation nicht schlecht gemacht, aber konnte sich eben nicht zwingend durchsetzen. Sander raus Richtung Weißhaupt. Der Hackenpass war aber hier leichte Beute für Cedric. Chanaluglu und Groß nach vorne auf Joselu. Cedric. Ball aber von Rutschke abgewehrt. Sander. Und Tesche. Rutschke. Und Weißhaupt, Doppelpassspiel. Ja, versuchen natürlich den Gegner jetzt hier ein bisschen laufen zu lassen. Weißhaupt auf Weiland. Und dann geht der Ball rüber. Dann geht der Ball drüber. Die nächste Möglichkeit hier für Mecklenburg-Vorpommern. Ja, man muss auf jeden Fall schauen, ob das in der kommenden Saison dann eben für Mecklenburg-Vorpommern weiter so geht wie jetzt aktuell in den letzten Wochen. Da waren die Leistungen ja ganz stimmig. Das Problem ist bloß das, wenn du eben so früh so weit hinten liegst in der Tabelle. Andersrum, wir haben es gesehen, bei Sachsen-Anhalt ist es ja auch positiv geendet. Wir haben sie in die Saison gefunden. Haben hier erstmal Groß mit dazwischen gegangen. Jordanov. Jordanov. Flanke kommt nicht, sondern er versucht es selbst gegen Leno. Aber diesmal ist er wieder gescheitert. Ecke, Toni Groß, Ecke. Mecklenburg-Vorpommern. Ecke Groß, Ball von Schlotterbeck abgeklärt, aber nicht weit genug. Jordanov wird hier zu Fall gebracht und das ist keine Karte für Schlotterbeck. Da sagt die Schiedsrichterin, nein, das gibt eine mündliche Verwarnung. Glück hier für Nico Schlotterbeck. Also da kannst du gerne auch mal gelb geben in dieser Situation. Also es ist Freistoß, eine fantastische Freistoßsituation für Toni Groß. Der kann sowas. Jetzt ist die Frage, kriegen sie hier den Treffer? Freistoßsituation gut. Leno steht bereit für diesen Freistoß. Freistoß von Groß. Freistoß in die Mauer. Groß und Gnabry. Ja, ein bisschen Ballbehauptung. Wie gesagt, wenn der Gegner nicht der Ball kommt, kann er keine Tore erzielen. Gnabry. Ja, Pass kommt sehr spät, aber noch rechtzeitig für Joselu. Und dann zischt der Ball hier an Striezel vorbei. 2-0. Baden-Württemberg, 22. Saisontreffer für ihn. Gnabry, Ewigkeiten gewartet, bis der Joselu wirklich fantastisch steht. Stand immer noch nicht ganz fantastisch, aber es reicht aus für das Tor, denn den hat er aus der Drehung gemacht, Striezel. Ja, man hat ihn so ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt. Und so ist es dann hier das 2-0 für Baden-Württemberg. Die Zielsetzung weiterhin Platz 3 holen. Fernduell gegen das Team aus Niedersachsen, das morgen Abend gegen Brandenburg spielt. Nächste Möglichkeit, Gnabry aus der Distanz. Er versucht er direkt hier das 3-0 zu machen, um hier die Sicherheit reinzubringen. Striezel stand da gut. Aus rund 24 Metern versucht er das. Hat aber auch viel Zeit für einen Torhüter, 0,8 Sekunden. Den hat er parieren können, Ecke für Baden-Württemberg. Also weiterhin Offensivität, die wissen, ne, jetzt den Gegner hier auseinandernehmen, das könnte natürlich auch weiter Vorteile bringen. Wobei, ich würde mal mich weit aus dem Fenster lehnen, aktuell mit diesem Torverhältnis ist man bei plus 49, Gegensatz dazu Niedersachsen bei plus 26. Also das ist unwahrscheinlich, dass da am Abschluss das Torverhältnis eventuell jetzt noch von der Relevanz ist. Also dass sie hier noch viele Tore erzielen. Dass das vielleicht noch brenzlig werden könnte. Das wäre natürlich schon eine Überraschung
wenn Niedersachsen in den nächsten Spielen das tormäßig aufholen kann. Hier nochmal die Parade von Striezel, kurz nach dem Gegentor oder auch nicht. Ecke für das Team aus Baden-Württemberg. Kurz getreten von Çanakkale. Gnabry versucht das so ein bisschen mit einer Finte. Dintar und Striezel. Nachspielzeit von der Seitenlinie 2 Minuten. Natürlich, hier werden immer die Spieler sehr früh gestört, um hier eventuell nochmal Unsicherheiten ausnutzen zu können. Diese gibt es in der Situation nicht, aber vielleicht nochmal die Kontermöglichkeit, vielleicht nochmal der Anschlusstreffer, der natürlich eine wichtige Sache wäre. Weiland, Ball kommt Richtung Mitte, aber Cedric am Elferpunkt mit dem Kopf geklärt. Und so ist es dann hier, der Halbzeitpfiff. Die Schiedsrichterin gibt diesen ab. Baden-Württemberg führt hier mit 2:0. Musiala hat hier einige Chancen gehabt und hat auch sogar ein Tor erzielt. Die Frage ist, kommt da noch eins nach oder bleibt es dabei beim Stand von 2:0? Durchgang 2, herzlich willkommen aus Rostock. Heute zur Begegnung zwischen Mecklenburg-Vorpommern und Baden-Württemberg. Baden-Württemberg führt hier mit 2:0. Mecklenburg-Vorpommern hat einige Möglichkeiten, hat einige Ideen, aber ja, bislang ist sie nicht zu Toren umgemünzt worden. Dagegen, ja, bei Baden-Württemberg schon. Baden-Württemberg führt dementsprechend hier mit 2:0, hatte aber auch schon öfter die Option des dritten Tores. Gucken wir mal, ob das jetzt hier im Durchgang 2 vielleicht fallen wird. Groß, nach vorne Musiala. Musiala versucht da ein bisschen trickreich das zu machen. Groß, Schuss abgewehrt. Zweimal abgewehrt. Hansen klärt den erstmal sonst Richtung Mitte. Weißhaupt. Ball überhastet in die Füße des Gegners gespielt. Gnabry aus der Distanz. Striezel mit leichten Problemen hier. Ecke für Baden-Württemberg. Ecke für Çanakkale. Ecke kurz getreten. Gnabry. Und Kimmich. Ginter. Die Chance hier. Rutschke bleibt da standhaft. Weißhaupt. Tesche. Ball auf Groß, guter Pass, Weiland, Weiland im 1 gegen 1 gegen Leno, Weiland mit der Möglichkeit zum Anschlusstreffer und dann trifft er das Außennetz. Das war die Riesenmöglichkeit und dann trifft er nur das Außennetz. Hätte er den gemacht, dann wäre es vielleicht noch spannend geworden. 55. Spielminute. Natürlich, jetzt erstmal wieder ein bisschen Ruhe reinbringen nach dieser aufregenden Situation. Groß. Ja, gegen Groß verloren den Ball. Ball stark nach vorne gespielt. Musiala rüber. Çanakkale. Çanakkale 3:0. 10. Saisontreffer für Hakan Çanakkale und damit ist das Ding durch. Rüber zu ihm, der sieht, da ist eine Lücke, die macht er dann rein und so führen sie hier klar mit 3:0. Der Striezel ist knapp dran, aber eben halt nicht ganz und das ist das dritte. Und natürlich zur Freude der mitgereisten Fans, heißt heute 3 Punkte werden mitgenommen. Heißt also noch 2 Partien fehlen, um Platz 3 zu holen. Natürlich darf man auch sagen, vielleicht noch Platz 2, aber ich denke mal nicht. Nächste Möglichkeit hier für das Team aus Mecklenburg-Vorpommern. Weiland hier mit der Flanke, aber die war leicht abzufangen. Kontermöglichkeit für Baden-Württemberg, 3 gegen 1. Und Gnabry hat sich da so ein bisschen sehr fokussiert in Richtung Tor. Und das war ein bisschen zu viel fokussiert, denn das war eine leichte Beute hier für den Verteidiger. Sander rüber auf Toni Kroos, der hier aber gegen Pascal Groß den Ball verliert.
Çalhanoğlu. Ball nach vorne. Musiala rüber Richtung Joselu und dann Gnabry. Nächste Möglichkeit für Serge Gnabry. Aber irgendwie will das Tor nicht fallen. Wechsel, Rutschke geht. Dafür kommt Gruppe. Auf der anderen Seite Cedric verlässt den Platz. Dafür kommt Kolasinac aufs Feld. Ecke für das Team aus Baden-Württemberg. Ball wird wahrscheinlich kurz gespielt. Jawohl, Ball wird kurz gespielt. Gnabry. Rüber auf Musiala. Erster Ball geblockt. Zweiter Ball geblockt. Çalhanoğlu wird hier nicht wirklich in Bedrängnis gebracht. Und dann ist es Joselu, der hier das 4-0 macht. 23. Saisontreffer. Für Joselu 4-0. Und natürlich die Fans hier enttäuscht. Erster Ball, Torwart geblockt. Zweiter Ball, Tietze geblockt. Dritter Ball geht dann rein. Ne, es war Jeneke, Entschuldigung, es war Jeneke, nicht Tietze. Jeneke mit dem Ball blocken und dann ist es das 4-0. Das erwartete Ergebnis, es ist eingetreten. Eine klar und deutliche Geschichte zwischen der besten Offensive gegen den schlechtesten Defensive. Aber wer weiß, wie das ausgegangen wäre, hätte es jetzt hier das 1-2 gegeben. Vielleicht wäre das dann nicht so deutlich ausgefallen. Nächste Möglichkeit hier für Baden-Württemberg. Joselu. Ball von Striezel geklärt. Dann war es aber so tatsächlich, dass hier Gnabry zurückgepfiffen worden ist. Erstmal Wechselriese kommt für Dietze. Auf der anderen Seite sehen wir, Groß geht. Dafür kommt Jonas Hoffmann aufs Feld. Kapitänsbinde kennen wir auch. Wird übergeben. Ecke für Baden-Württemberg. Also tatsächlich, der Eckball hatte hier Priorisierung in der Hinsicht. Schlotterbeck aus der Drehung. Leichter Ball für Jordanov. Konterchance jetzt für das Team aus Mecklenburg-Vorpommern. Tesche hier gegen Hoffmann. Aber Hoffmann interessanterweise weit hinten mit gewesen. Also für den Eckball tatsächlich lieber hinten positioniert worden. Hat das alles hier richtig gemacht. Gnabry. Gnabry und Stretzel. Ja, Gnabry heute einfach nicht mit dem Tor beglückt. Nächste Möglichkeit, wieder aus der Distanz, dieses Mal Riese. In der Verteidigung aufgepasst. Na, Ball leicht geholt. Gnabry jetzt, nächste Möglichkeit. Und wieder ist es Spritze. An dem kommt er heute einfach nicht vorbei. Wechsel, Kimmich geht. Wagner kommt. Also hinten die Dill festmachen, kann ich mir gut vorstellen. Verteidiger bringt er jetzt hier für einen defensiven Mann. Nächste Möglichkeit, Baden-Württemberg. Flanke kommt groß zur Stelle. Musiala auf Gnabry. Gnabry, macht er sein Tor? Nein, weiterhin nicht. Hoffmann, raus. Richtung Flügel. Jeneke, erster Ball geklärt. Aber der zweite, ja, ist trotzdem noch bei den Füßen der in Rot spielenden Baden-Württemberger. Gnabry und wie schon so oft heute, wieder nicht der Sieger, aber was für ein Wurf von Striezel. Es war ja fast schon, ja, der Beschwerder, entschuldigt er sich und beschwert er gleichzeitig. Weil so ein Wurf, den darfst du so nicht werfen, den Ball. Der kam boomerangmäßig sofort sehr schnell zurück. Ecke für Baden-Württemberg. 83. Spielminute. Ball wird wahrscheinlich gleich kurz getreten in Richtung Gnabry. Jawohl. Ball kurz getreten. Gnabry auf Musiala. Hoffmann. Ball von Hansen geblockt. Und Musiala mit der nächsten Möglichkeit. Der Striezel versucht hier wirklich alles, um irgendwie hier das möglichst klein zu halten, den Schaden. Jordanov. Nach vorne gespielt auf Jeneke. Groß. Und Jordanov. Jordanov über die Flügel. Groß. Ah, versucht das hier gut zu machen, aber dann ist es eben, dass er dann die Anspielstation nicht anspielen kann. Konterchance für das Team aus Baden-Württemberg. Gnabry. Rüber Richtung Musiala, der sofort weiterleitet, aber das hat nicht funktioniert. Nachspielzeit kommt gleich von der Seitenlinie.
Wagner hat den hier ohne Probleme. Nachspielzeit 2 Minuten. Gnabry. Natürlich, die Baden-Württemberger Fans hellauf begeistert. Rosello! Fast das 5-0. Hier nochmal kurze Distanz, 12 Meter. Und aus diesen faustet der Striezel den Ball weg. Gute Parade hier vorm Schlussmann, auch wenn es jetzt nicht mehr um irgendwie einen Sieg geht. Aber wenigstens für die Statistik ist das noch wichtig. Ecke wieder kurz getreten, Gnabry. Rüber Richtung Musiala und Gnabry nicht im Abseits, aber ihm will hier heute das Tor nicht gelingen und dann war's das. Baden-Württemberg gewinnt hier hochverdient mit 4-0 gegen das Team aus Mecklenburg-Vorpommern. Sie haben Chancen gehabt, das darf man eben auch nicht vergessen, aber Baden-Württemberg hat einfach deutlich viel mehr Chancen gehabt. Am Abschluss haben sie nur 4 Tore erzielt, Man of the Match heute natürlich Rosselló, 2 Tore erzielt. Auch immer wieder versucht, den ein oder anderen Spieler in Akzente reinzubringen. Am Abschluss hat das ein oder andere Mal funktioniert. Aber das war's hier aus Rostock. Baden-Württemberg gewinnt hier klar und deutlich mit 4-0. Bis dann. Ciao, ciao.